Ja, hallo liebe Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen. Ich begrüße mal wieder zum Verantwortungstreff, einmal die Woche samstagsabends. Wir reden über viel miteinander, warum nicht auch ab und zu mal wirklich einfach ganz allgemein über das Thema Verantwortlichkeit. Ja, wir sind wieder im Kern das seit einigen Monaten, denke ich jetzt schon, vertraute Team aus Dylan, Louis und mir. Und ich reiche gleich weiter dann an den Dylan zum ersten Beitrag. Ja, herzlich willkommen. Ich beginne damit mit der Frage, da ihr ja gerade auch von der Demo kommt, vom Demo-Versuch kommt, ich beginne mit der Frage, woher kommen denn all die verschiedenen Weltbilder? Wieso haben wir die Situation, dass fast schon 8 Milliarden verschiedene Menschen 8 Milliarden verschiedene Weltbilder haben? Woher kommt denn solch eine Vielfalt der Weltbilder? Woher kommen die? Ja, und bei Corona ist es sozusagen ganz einfach und klar zu sagen, Schweinegrippe, Corona, Vogelgrippe, da geht es darum, dass da ein Weltbild existiert, in dem Viren ganz groß und mächtig sind. Und das andere Weltbild sagt, nein, wir haben ein Immunsystem. Die Menschen haben Millionen von Jahren in der Evolution gesund überlebt, ganz ohne Impfungen und so weiter. Und das sind zwei völlig kontrastierende Weltbilder. Das eine ist das naturwissenschaftliche Weltbild, das sagt, hoppla, der Mensch braucht nicht eine Medizinindustrie, um gesund zu leben, ja, sondern der kann... Wir waren früher viel gesünder als heute, wir sind heute viel kränker. Zuletzt gab es ja auch diesen großen Bericht bei GMX, wo übrigens nochmal für euch interessant, ganz klar von mehreren Professoren, und GMX ist ein Mainstream-Berichterstatter, ja, eine ganz klare Aussage gemacht wird, das Gesundheitswesen von heute macht uns eher kränker, als dass es uns gesund machen würde. Ja, und... Aber woher kommt dann dieses Weltbild davon, von den allmächtigen Viren? Naja, das ist ganz klar. Die Gesundheitssparten wollen Geld verdienen. Und dann taucht irgendwann ein Irrtum auf in dem Kopf für irgendjemandes. Und der empfindet diese winzigen Dinge als extrem gefährlich, als die neuen Tyrannosaurus Rex, die uns alle umbringen und so weiter. Und das bewährt sich aber, weil man, da kann man unheimlich viel verkaufen, da kann man Antibiotika später verkaufen, man kann Impfungen verkaufen, man kann alles Mögliche verkaufen, wenn man der Weltbevölkerung einredet, diese kleinen Dinger seien die eigentliche Gefahr und die krankmachende Ernährung sei unwichtig, der Bewegungsmangel sei unwichtig, sauberes Wasser und saubere Luft seien unwichtig, alles ist unwichtig, nur die kleinen Dinger sind die einzige Krankheitsursache, die wir haben, ne? Immunschwäche ist unwichtig. Und das heißt ganz klar, diese Verschiedenartigkeit der Weltbilder kommt einfach daher, dass es unterschiedliche Sparten in der Gesellschaft gibt, die die Menschheit unterschiedlich stark abzocken müssen und wollen. Und da kommt es dann zu Irrtümern und dann ist den Leuten gar nicht bewusst, dass dieser Irrtum ein vorteilbringender Irrtum ist und nur deswegen existiert und sich ausbreitet, weil er Geld bringt und weil er Profite bringt. Und so entstehen dann sozusagen das heutige Mainstream-Weltbild von Schweinegrippe, Vogelgrippe und Corona. Und das naturwissenschaftliche Weltbild sagt, das ist alles Quatsch, das ist alles nur Geschäftssucht und Geschäftstüchtigkeit. Ne? Das sind alles vorteilbringende Irrtümer. Und genauso zum Beispiel jetzt in der Politik, gerade bei den Wahlen, warum gibt es die einen, die sagen, Mindestlohn sei eine gute Geschichte? Und die anderen sagen, ja, Mindestlohn erzeugt Massenarbeitslosigkeit, ist also eine schlechte, eine unsoziale Politik, weil es zu vielen Dauerarbeitslosen führt. Woher kommt so ein Unterschied? Ja? Woher kommen so völlig unterschiedliche Weltbilder?
Naja, gut, weil eben die Sozialspartler davon leben, dass es möglichst viele Sozialfälle gibt. Und wenn die sozusagen überall auch in die Parteien reingehen und überall den Mindestlohn propagieren, also diesen Irrtum des Mindestlohns propagieren, dann gibt es dadurch viele zusätzliche Massenarbeitslose. Durch einen Mindestlohn von 13 oder 12 Euro wird es wieder ein paar zigtausend zusätzliche Arbeitslose geben. Und die können dann die Sozialspartler betreuen. Und deswegen gibt es diese Unterschiedlichkeit beim Weltbild, weil wieder eine Sparte Profite macht. Anderes Beispiel, Mietendeckel, genauso. Das ist wieder das gleiche Beispiel. Der Mietendeckel führt letztendlich dazu, dass die privaten Vermieter keine Wohnungen mehr bauen. Und dadurch kommt es wieder zu sozialen Notlagen und davon profitiert wieder irgendjemand. Und deswegen gibt es da unterschiedliche Einschätzungen. Und dann zum Beispiel das positive Denken, das wird überall unterrichtet und in den Büchern glaubt man, dass man dadurch, dass man sich die Welt schön denkt, dass man dadurch die Welt verändern könnte. Naturwissenschaft sagt, funktioniert nicht. Man muss negativ denken und negatives Denken ist als Kritikfähigkeit wichtig. Aber das positive Denken will ja Geld verdienen, will Kurse verkaufen, Bücher verkaufen und deswegen entsteht da so eine Idee, so eine Geschäftsidee, dass das Denken die Welt verändern könnte. Ja, und daher kommen diese unterschiedlichen Weltbilder. Ich gebe weiter an Öff zur ersten Runde. Ja, ich hoffe, man hört mich. Ja. Also ich danke Dylan für seine Einleitung. Also ich fange mal erst damit an, wieder, wo ist mein Lebensstand im Moment jetzt gelandet. Ich bin in Berlin, wo ja jetzt am Wochenende ein mehrfaches einjähriges Geburtstagfeiern angesagt ist. Im letzten Jahr waren die Großdemos zu dieser Zeit von den Querdenkern gegen die Corona-Maßnahmen und diese aus Sicht der Querdenker und auch aus meiner Sicht bestehende Gefahr, dass das ein weiterer und vielleicht entscheidender Schritt ist, dass die Gesellschaft zu einer digitalen Überwachungs- und Kontrolldiktatur wegrutscht. Und gleichzeitig ist es der Geburtstag des Zeltcamps, beziehungsweise das war schon so ein paar Wochen vorher am Flackern und fand dann am Sonntagabend letztes Jahr seine bleibende Form in einem privaten Garten, nachdem in der Innenstadt alles von der Polizei resolut plattgebügelt wurde, aufgelöst wurde. Demonstrationen ebenso wie Zeltcamp. Kam dann am Abend des Sonntags die Einladung, dass man hier in diesem privaten Garten, den Garten der Freiheit, flüchten könnte. Und da steht mein Zelt jetzt seit diesem Abend auch und es ist drumherum zumindest ein ganz kleines bisschen was entstanden. Auch andere Leute, die gezeltet haben, ein weiterer Garten in Berlin-Pankow, der dazugekommen ist. Ja. Also Geburtstag sowohl der Großdemos, der Demos der Widerstandsbewegung, Geburtstag der bleibenden Form des Zeltcamps und Geburtstag des Gartens der Freiheit, der damit auch so richtig dann erst entstand. Und wir sind jetzt wieder da und feiern den Geburtstag, indem wir hier vor Ort mit Menschen uns unterhalten, weiterschauen, wie man ja zusammenfinden kann für gemeinsame Orientierung. Wir machen mit bei Demonstrationen und wir machen unsere mittlerweile auch bei den letzten Demo-Anlässen gestaltete eigene Art von Aktionen, sehr eigenwillige Art von Aktionen. Einerseits mache ich immer alternative Impfung, indem ich eine weggeschmissene Maske aufhebe und wieder aufsetze. Also ich recycle den Sondermüll quasi und nutze ihn für eine Impfung, die besser ist als Pfizer, BioNTech, Moderna, was gibt es noch, AstraZeneca, Monsanto und so weiter. Also besser als all das zusammen ist dann diese Naturimpfung, die ich davor demonstriere. Und dann kommt noch dazu, dass ich dann ja immer Phantomzelten auch mache. Das liegt daran, dass die Durchführung so eines genehmigten Campes, auch in der Nähe jetzt vom Kanzleramt, mit absolut absurden oder verlogenen Begründungen von den Genehmigungsbehörden abgelehnt wurde. Und eine Mitaktivistin und ich haben dann
aus Protest auch dagegen illegal gezeltet, haben eine Strafanzeige bekommen, die wurde am Ende eingestellt, wo ich mich gegen wehren wollte. Ich habe gesagt, ich will das nicht. Dann lasst uns doch vor Gericht das mal klären. Weil das waren haarsträubende Lügen, mit denen da die Ablehnung begründet worden war. Offensichtliche Lügen. Und naja, gut. Also dann machen wir es jetzt immer so, dass möglichst nah an den Stellen, wo früher auch das Zeltcamp war, beim Kanzleramt und an der Straße des 17. Juni in der Einfahrt zum Schloss Bellevue, dass wir da eine Plane aufspannen. Eben oft ist es ja dann illegales Zelten, auch ist verboten, da eine Zeltplane aufzuspannen. Und bevor die Polizei kommt oder wenn sie uns in Ruhe lassen, dann springe ich da oder gucke ich da aus diesem Zelt raus und erzähle was zum Anlass gerade an diesem jeweiligen Demotag. Okay. Das zum Stand der Dinge. Ich pendel weiter zwischen Projekten. Ich bin mit dem Louis zusammen, dem ich ja eine Art Abenteuerurlaub der Gesamtpalette bieten möchte, was in Schenkerbewegung alles vorkommt an Projekten und Aktionen. Und ja, und in Hessen bin ich beschäftigt da mit der Entstehung einer Genossenschaft, die wirklich mal für Argumentekultur statt Willkürmanipulation stehen soll, auch stehen will. Wo jetzt letzte Gerichtsentscheidungen wohl wirklich zugunsten dieser Gruppe gefallen sind, die die Argumentekultur will. Und da gibt es ja die mehreren Projekte. Ne? Also hauptsächlich bin ich ja in der ganzheitlichen Bildungswerkstatt Lilitopia, wo auch Frau und Kind mit dabei sind. Also wir dann mit Ach und Krach eben so zeigen können, was fast überall unmöglich ist, nämlich dass man auch Familienleben mit so radikalem Idealismus oder Anderssein verbinden kann. Ja. Gut, zur Antwort auf das, was Dylan gesagt hat, komme ich dann beim nächsten Mal. Ich sag mal nur als Überschrift, aus meiner Sicht liegt das an der allseits grassierenden und auch hochgezüchteten Konsumwillkür und der Dressur der Menschen mit dieser Qualität, mit dieser Eigenschaft. Okay, dann gebe ich weiter an den Louis. Dankeschön, hallo Dylan, ich gebe gleich weiter. Ja, übrigens interessant der Gedanke mit der Naturimpfung. Also ich mache so, ich sammle diese Masken ein und wasche sie provisorisch so in Spülmittel und trockne sie dann und verkaufe sie dann, wenn die Leute mich dann anhauen, ob sie, manche vergessen ihre Maske und wollen dann unbedingt eine kaufen. Da kriege ich wenigstens noch 1-2 Euro dafür. Aber ich habe jetzt eine riesen Maskensammlung hier. Ich habe aber keinen Cent auch nur für eine Maske ausgegeben. Ne? Ich gebe dafür kein Geld aus. Und wie gesagt, wie du richtig sagst, ein bisschen Naturimpfung ist ja sogar sehr gesund. Immunsystem ein bisschen triggern. Dann ist man, gehört man zu den Genesenen. aber auch nochmal zurückkommend auf meine Grundfrage, woher kommen all die verschiedenen Weltbilder? Also meine These war ja jetzt eben gerade gewesen, das sind alles unterschiedliche, wir nennen das ja sozusagen parasitäre Memplexe, also Gebäude von zueinander passenden, vorteilbringenden Irrtümern, die Geschäftsmodelle darstellen. Und eigentlich werden wir von allen Seiten mit diesen unterschiedlichen parasitären Memplexen, also mit diesen Gebäuden von vorteilbringenden Irrtümern, so geimpft und gefüllt, dass wir eben dann, und da es zig verschiedene Sparten gibt und wahrscheinlich hunderte von verschiedenen Geschäftsmodellen und tausende verschiedene Geschäftsmodelle, gibt es auch tausende unterschiedliche Weltbilder. Ja, und daher kommt die Verschiedenartigkeit der Weltbilder, das ist ja jetzt die Hypothese oder Theorie, die ich jetzt erstmal so in den Raum gestellt habe. Und dazu passt auch, dass ich ja gerade in der Stadt habe ich heute mit allen Parteien diskutiert bei uns, wir sind ja hier so ziemlich innenstadtnah. Und da haben die alle ihre Stände und da habe ich mit allen diskutiert. Und da ist eben da der Punkt, dass wirklich die einen Parteien noch festhängen an dem Weltbild, dass ich mit Pseudo, ich habe jetzt eine neue Tabelle, ihr könnt es leider jetzt hier nicht sehen, aber ich lese mal vor. Das sind so 6 Felder von links nach rechts. Ganz links außen steht Pseudokommunismus, DDR und so weiter.
Das ist also die Form von Kommunismus, die noch nie funktioniert hat, weil sie eben auch Pseudokommunismus ist, also kein Naturvorbild hat und nichts, sondern einfach nur eine Ideengeburt war. Und die, würde ich sagen, ist gescheitert. Und ganz rechts auf der rechten Seite steht in dem rechten Feld neoliberale, bösartige, marktradikale, patriarchale, kapitalistische, soziale Marktwirtschaft, das aus meiner Sicht ebenfalls eben gerade deswegen gescheiterte Weltbild, weil es eben diese systematischen, parasitären Memplexe oder Gebäude von vorteilbringenden Irrtümern produziert, uns dadurch mit alle durchmanipuliert, uns allen unterschiedliche Weltbilder verschafft, sodass wir wie beim Turmbau zu Babel ein unendliches Sprachgewirre haben und keiner mehr den anderen versteht. Also dieses biblische Bild von dem Turmbau zu Babel finde ich da sehr positiv, weil das so das verdeutlicht, dass die Menschen aus hunderten verschiedenen Weltbildern heraus argumentieren, die in Wirklichkeit überwiegend Resultate der vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten und Geschäftsmodelle darstellen. Und sie dadurch aneinander vorbeireden, so wie die Leute beim Turmbau von Babel. Ne? Und in der Mitte stehen dann die, also links neben dem Pseudokommunismus, rechts daneben steht die soziale Dreigliederung, dann das nächste daneben die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, GWÖ, die ja auch gewisse Bezüge zur DDR hat, also gewisse Sympathien für DDR-Regulierungen oder Denkweisen hat. Und dann kommt von uns ja das Fach Gemeinwohlgesellschaft, GWG, Gemeinwohlwirtschaft, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, GWO. Dazu muss man ergänzen, die Partei des Gemeinwohls, eine Frackpartei, eine freie Argumentekulturpartei. Ja, und rechts daneben steht dann Leistungs- und Wettbewerbskommunismus. Also über echten Kommunismus kann man ja sinnvoll diskutieren, weil wir wollen ja Kommunen aufbauen. Ich habe auch schon eingeblendet die Werbeannoncen für die Kommunen und so weiter. Ja, und das ist die ganze Skala der politischen Landschaft. Und das, was die Parteien machen, ist überwiegend pseudokommunistische Ideen, die von den Sozialsparten gespeist werden, oder neoliberale sozialmarktwirtschaftliche Ideen, die also wieder von anderen Fantasien gespeist sind, nämlich von den Profitinteressen der Alkohol-, Zigaretten- und Zuckerindustrie zum Beispiel. Ja, also ich gebe weiter an Öff zur zweiten Runde. Dankeschön, Dankeschön den Vorrednern. Ja, also ich glaube, dass diese Art der Vielfalt von Weltbildern oder Lebensauffassungen, sage ich besser, weil das oft Lebensauffassungen sind mit viel kleinerem Rahmen als der ganzen Welt. Ich glaube, dass das stark heutzutage darauf zurückzuführen ist, mittlerweile sogar, dass wir da eine psychologische Kriegsführung in der Gesellschaft haben. Eine Kriegsführung mit Psychologie statt Gewalt. Und als Hintergrund, oder erstmal noch zur Veranschaulichung, es führt zur normalen Konsumsucht, dass der immer mehr zersplitterte Mensch, der auch nicht korrigiert wird durch irgendwelche sozialen Zusammenhänge von Autoritäten, also ganz zu schweigen, vor allem positiven Autoritäten, dieser Mensch geht hin und will eben einfach nach Lust und Laune, nach dem Spaß des Augenblicks, nach dem äußerlichen Kick sich ausleben können oder seine Bedürfnisse befriedigen können. Möglichst viel, möglichst einfach nach seinem Gefallen gerichtet, ohne Folgen für andere oder die Welt zu bedenken. Er lebt sich so konsumistisch aus. Das wirkt sich bis in Partnerschaften aus, wo immer mehr auch kleinste Kernfamilien nicht mehr aufrechterhalten werden können, wegen den überwuchernden Eigenwilligkeiten und Filmigkeiten der Menschen. Und so entsteht immer mehr der versingelnde und verinselnde, innerlich unglückliche, konsumsüchtige Mensch, der weder in Sinn noch Sozialstrukturen sich einfügen mag, weil er denkt, das einschränkt seine Freiheit ein. Wie er im Supermarktregal sich das aussuchen will, was ihm einfach gefällt, wie er in den Partnerschaften ohne Beziehungsarbeit oder Konfliktarbeit und so
sich den Partner meint, aussuchen zu können, der ihm gefällt. Und wenn er nicht mehr gefällt, wird er ausgetauscht, eher als dass daran gearbeitet wird. So ist es auch im Kopf mit den Ideen. Also immer mehr entsteht die Filterblasenkultur, wo man nur noch denkt oder sich mit beschäftigt, mit dem, was gefällt. Nichts Unangenehmes, nichts, wodurch man sich ausarbeiten müsste innerlich. Man fließt im Strom des oberflächlichen Gefallens so dahin. Und da kommen natürlich sehr eigenwillige Filme bei raus, die ja vom einen zum anderen nicht nur verschieden sind, sondern auch nicht mehr bereit sind, sich kritisieren zu lassen, sich zu messen, sich einander anzugleichen, zu harmonisieren. Das steht dann einfach, knallt dann einfach nur noch als Eigenwilligkeiten aufeinander. Und ja, ich glaube, wenn man die Hintergründe anschaut, also ich habe da eine ziemlich einfache Erklärung, nämlich, dass wir, als wir aus dem Instinkt des Tieres rausgerutscht sind, in immer mehr individuelles Lernen und unsere denkende Intelligenz, da ist das so gewesen, dass die Einzelbedürfnisse, Fressen, Saufen, Sex, Macht, wie die Flaschengeister aus den Flaschen gekommen sind und freuten sich der neuen Freiheit und wollten auch maßlos und pervers sich einfach ausleben können. Und der Instinkt war nicht mehr da zum Zügeln. Das, was die Zügelung hätte übernehmen können, von unserer Wesensanlage her, das Denken, erwies sich als zu schwach und wurde mehr als Erfüllungsgehilfe mit eingespannt, statt dass es die Zügel in die Hand hätte nehmen können. Das heißt, Fressen, Saufen, Sex, Macht haben die Vernunft mehr dafür eingesetzt, Strategien zu entwickeln, um an möglichst viel ranzukommen, aber nicht eben sich dadurch einschränken zu lassen. Also die Vernunft als Werkzeug der Konsumgier. Und das merken wir immer wieder, dass das jetzt so die Menschen prägt. Und ich glaube, die Politik hat das erkannt, dass diese Struktur des Menschen so funktioniert und hat es auch ausgenutzt. Also in der Art und Weise, also man nennt das zum Beispiel Nudging, eine psychologische Strategie, die unsere Regierung ganz bewusst auch mit einsetzt. Und dieses Nudging bedeutet, dass man den Menschen so betrachtet, dass er nicht von irgendwelchen langfristigen Sinnorientierungen geleitet ist, sondern eben von kurzfristigen Belohnungseffekten. Also man kann sagen, das Dressurtier, das mit dem unmittelbaren Leckerli halt geködert und dressiert wird. Und ich glaube, das hat man auch bewusst gefördert. Denn es gäbe ja zwei Sachen, die dagegen stehen würden, also gegen diese dressierbare Suchtstruktur des Menschen. Das eine ist wirklich eine geistig reife Selbstverwirklichung und das andere sind gesunde soziale Autoritätsstrukturen oder auch Traditionszusammenhänge. Und beides hat man eher dann versucht auch zu zerlöchern, um eben diese Dressurstrategie jetzt bestmöglich durchführen zu können. Und da kann ich in meinem nächsten Beitrag dann, wenn da ja das interessiert, noch weiter dann was zu sagen. Ich gebe weiter. Ich gebe auch wieder weiter, danke. Ja, dann mache ich mal weiter. Also das ist eine interessante, das ist eine quasi eine alternative Theorie jetzt zu der, die ich vorgestellt habe, die ich mal die naturwissenschaftliche nennen will. Und zwar, ja, ich mache nochmal deutlich, wo da die theoretischen Unterschiede sein könnten. Zum Beispiel, in der Naturwissenschaft haben wir eigentlich die Vorstellung vom Instinkt überwunden. Also sozusagen höhere Säugetiere, also auch schon vor dem Menschen, bevor wir überhaupt von Menschenähnlichen sprechen können, hatten die eigentlich keine Instinktsteuerung mehr. Das gibt bei höheren Säugetieren eigentlich schon gar keine Instinktsteuerung mehr, schon seit Millionen von Jahren, vielen Millionen Jahren, weil da ein neues Modell gekommen ist, nämlich dass unser Gehirn und unsere Sensorik zusammen uns bestimmte Lustmöglichkeiten bringen und uns bestimmte Schmerzmöglichkeiten. Also die eine Lustmöglichkeit ist zum Beispiel die Neulust, die ja dann auch zu dem Genuss oder dem Orgasmus des guten Denkens oder des richtigen Denkens führen kann. Also wenn quasi im Sinne der Neulust sich Gedanken zu einem harmonischen, ganzen, stimmigen sozusagen verbinden,
dann macht uns das Lust und das ist im Gehirn verankert, dass wir diese Lustmöglichkeit haben. Es macht uns aber auch Lust, wenn unsere Zunge mit herrlichen, naturbelassenen, süßen, reifen Früchten gereizt wird, dann macht uns das auch Lust. Und diese Lust kann aber auch ausgetrickst werden, indem da jetzt plötzlich künstliche, chemische Süßstoffe verwendet werden und uns dann täuschen und reinlegen und uns und dazu führen, dass wir quasi an sich giftige Substanzen zu uns nehmen, weil sie doch so ähnlich schmecken wie die süße, naturbelassene, wirklich gesunde, reife Frucht, ne? Und das bedeutet also, dass die Theorie der Naturwissenschaft also gar nicht mehr von Instinkt spricht bei höheren Säugetieren, sondern nur bei niederen Organismen, bei denen wir so eine Art reflektorische Steuerung haben, ja, tatsächlich haben. Während Menschen einfach nur bestimmte Glücksmöglichkeiten haben, zum Beispiel singen, tanzen, musizieren, das, was ja Naturkommunen wahrscheinlich jeden Abend eine Party machen oder jeden zweiten Abend eine Party machen und dann viel Körperkontakt, viel Musik, singen, tanzen, musizieren. Während bei uns heute, wir sind manipuliert worden, dann lieber stattdessen Fernsehen zu gucken und eben nicht mehr mit Menschen zu flirten und zu tanzen und zu singen und zu musizieren. Ja? Und insofern ist also das Weltbild der Naturwissenschaft da unterschiedlich. Also es gibt nur Lustmöglichkeiten und Schmerzmöglichkeiten. Und die Organismen antizipieren Lustmöglichkeiten und bewegen sich dann auf die Lust zu. Oder sie antizipieren Schmerzen, Verletzungen, irgendwelche Schmerzen und versuchen dann diesen Gefahren auszuweichen, davor zu flüchten oder davor auszuweichen. Und insofern ist dann halt unsere These, dass deswegen die tiefere Ursache ja, wie gesagt, von diesem Verhalten oder den unterschiedlichen Weltbildern dann darin liegt, dass eben tatsächlich die unterschiedlichen Sparten versuchen, an Profite zu kommen, also an potenzielle Lustmöglichkeiten ranzukommen, dafür sich dann vorteilbringende Irrtümer evaluieren und dann die Welt geimpft wird mit den unterschiedlichen Weltbildern, weil quasi jedes Weltbild einen Menschen zu einem Kunden zurichtet von einer bestimmten Sparte. Und das mit dem Nudging, das habe ich also auch ein Stück anders verstanden. Ich habe mal so eine Sendung jetzt über Nudging geschaut gehabt, dass es eben auch darum geht, die Menschen psychologisch so zu beeinflussen, dass sie sozusagen einfach durch die Art der Darstellung und die Art der Assoziation, dass die Leute quasi da unter so einen moralischen Druck gesetzt werden, eigentlich nicht das gut zu finden, was sie eigentlich gut finden, sondern das, was der Staat zum Beispiel möchte, dass sie gut finden. Ne? Und dass dadurch sozusagen da manipuliert wird in diese Richtungen. Ja, also nur unsere naturwissenschaftliche Sichtweise sieht ja weniger so agierende Leute, also sondern wir sagen, eigentlich ist das meiste, was geschieht in einer Gesellschaft, nicht bewusst. Also es handelt sich aus, das ist ja unsere Theorie, dass fast alles, womit wir die Welt gerade zerstören, auch nicht bewusst geschieht. Man kann dann immer jeweils fragen, wie hoch ist der bewusste oder vorbewusste oder teilbewusste Anteil, dass die Leute vielleicht schon ahnen, dass sie was verkehrt machen, aber wie gesagt, unsere Grundthese geht erstmal von der Nichtbewusstheit aus. Ich gebe weiter an Öff. Ja, danke schön den Vorrednern. Es gibt da ja verschiedene Auffassungen, auch jetzt aus der Biologie. Also ich kriege da immer Nachrichten zugeschickt von einem Biologen, der heißt, glaube ich, Griffith. Der glaubt, den Schlüssel zur Lösung aller Probleme gefunden haben, zu haben, dadurch, dass der Mensch einen Wesenskonflikt in sich erkennt. Die wilde Natur oder Instinktsnatur, die er so früher hätte, wäre mit dem Denken halt so kollidiert, dass es den Menschen ganz tief neurotisiert hätte. Und er in diesem nicht annehmen können, seine eigentlich guten Wildnatur oder Instinktnatur, wie man das auch nennen will, in diesem Ablehnen dieser inneren Wesenheit
also so das tiefe Leiden und die Orientierungslosigkeit begründet wäre, in der der Mensch sich befindet. Und dann gibt es ja diese verschiedenen Theorien, eben jetzt, was jedenfalls, egal wie man den Vorzustand dann nennen will, also wo jedenfalls das individuelle Lernen halt immer stärker wurde. Also man weiß, dass Affen so ja auch bis zu einem Niveau lernen können, wie man es dem Kleinkind oder so zuschreibt. Aber das Ausmaß, in dem eben diese Steuerung durch Lernen beim Menschen möglich wurde, ist halt schon eine ganz besondere Dimension, ja. Und also ich habe da so eine, ich würde das sagen, pragmatische Psychologie oder eben auch, ja, man kann es sogar dann auch als Philosophie bezeichnen, woran ich mich da orientiere. Die kann sich gut treffen mit dem, was Dylan gesagt hat, also mit der Lust am Denken oder diesen höheren Formen von Lust. Ich habe erst heute ein längeres Gespräch mit dem Louis gehabt über die Frage, wie das aussieht mit den inneren Widerständen, die wir innerlich haben, gegen ja, das, was jetzt einfach möglichst begründet ist, also wenn wir auch kritisch nachdenken, oder was wirklich auch langfristig vorteilhaft ist, also nicht so kurzsichtig immer nur irgendwelchen Augenblickseffekten folgt, so als Orientierung. Und ja, also da habe ich auch gesagt, ich glaube, dass es darauf ankommt, eine Art Metaebene der Lust zu finden. Und diese Metaebene der Lust, da glaube ich, dass man das so beschreiben kann. Ich habe als Bild da verwendet auch das Empfinden eines Marathonläufers, der hingeht und sich ja auch überwinden muss, also sicherlich immer wieder auch, wie ein Sportler, der sich da stark dann eben so ja, in die Seile schmeißt, um seine Leistung zu bringen. Da ist es so, dass der Marathonläufer sich bestimmt erstmal überwinden muss immer, um auch da seine Trainings zu machen und sowas. Und dann aber, wenn er losläuft nach einer gewissen Zeit, kommt er in so eine Art Glücksrausch auch, weil der Körper so Hormone, Endorphine, das glaube ich, dann ausstößt. Und diese Lustebene ist ja eine Art Metaebene. Und ich denke, dass das für einen Menschen eine höhere Ebene sein kann, wenn er merkt, ich konnte mich aus dieser Augenblickslust oder Bequemlichkeitsverhaftung rausreißen und konnte die Schwelle überwinden und konnte dann jetzt wirklich mich auf eine andere Art und Weise in einen Glücksrausch hineinbewegen. Einen sinnvolleren Glücksrausch. Ein Rausch, also das Rennen, das Laufen ist für uns Menschen auf jeden Fall was sehr Artgemäßes. Ich meine, wobei natürlich auch der Marathon Übertreibung sein kann und so. Aber erstmal prinzipiell scheint unser Körper da eben auch Glück bei zu empfinden, wenn wir so, anders als vor immer auf dem Stuhl zu sitzen und sowas, wenn wir uns so intensiv bewegen. Und da habe ich zu dem Louis gesagt, also ich glaube, dass wir als Lösung aller Probleme eine Art Metaebene der Geisteslust finden müssten, dass nämlich gerade diese Erkenntnis, ich muss nicht nach dem Augenblickseffekt gehen, sondern ich kann umfassendere und längerfristige Sinn- und Verantwortungszusammenhänge erkennen. Und ich kann mich danach richten, auch in Widerspruch zu dem Augenblicksgenuss. Und das hat vernünftigen Sinn, es so zu tun. Also diese höhere Lust, diese Metaebene der Lust so zu erreichen und das eben als die Entfaltung unseres eigentlichen Wesens zu sehen, unserer Vernunftseele. Da sage ich ja immer gerne, für das denkende Tier muss das richtige Denken eigentlich der höhere Orgasmus sein gegenüber dem sexuellen Orgasmus. Und das so zu erreichen als höchste Ebene des Glücks, das könnte, glaube ich, uns auch dann befähigen, aus der Vernunft heraus uns auch insgesamt zu steuern oder zumindest ausreichend steuern zu können. Das wäre so mein Erfolgsrezept, den Menschen vor allem den Weg zu dieser Metaebene der Lust zu ebnen. Ich gebe weiter. Und dafür muss ich mal gucken, weil ich bin jetzt ein bisschen beiseite gegangen, weil die Musik wurde etwas lauter. Und der Louis, der da nebenher auch noch mit Dingen beschäftigt ist, muss ich mal gerade gucken, wo der sich jetzt dann rumtreibt, ob ich das an ihn weitergeben kann.
Nee, der ist im Moment unterwegs. Hat sich auch zurückgezogen. Der ja, dann mach ich weiter, ja? Ja, genau. Er hätte wahrscheinlich sowieso auch gesagt. Er gibt an dich weiter. Ja. Ja, das ist auch wieder eine interessante Theorie, wobei wir in der Naturwissenschaft beim Weltrad natürlich dem da sozusagen eben etwas anders sehen, nämlich wir sagen, es gibt immer wieder diese Thesen, dass der Mensch eine evolutionäre Fehlkonstruktion sei. Immer wieder wird das formuliert. Und dass daraus die Probleme resultieren würden. Aber das hat sich nicht bestätigt. Wir sagen eigentlich mittlerweile, der Mensch ist eigentlich in fast allen Dingen wirklich super gut konstruiert. Zum Beispiel wurde auch manchmal behauptet, dass der Mensch eine genetische Fehlkonstruktion sei, weil das Becken zu schmal sei für die Geburten. Das stimmt aber auch nicht, sondern das ist einfach ein medizinisches Geschäftsmodell. Der vorteilbringende Irrtum lautet, es ist gut, wenn eine Frau auf dem Rücken in einem unnatürlichen Bett liegt und das Kind nach oben pressen muss, quasi bergauf pressen muss, und dass dann Geburten natürlich schwierig werden und dadurch dann viel Geld durch die Medizin zu verdienen ist. Das ist ganz klar. Aber wenn Frauen, also Kinder sozusagen, wenn sie gehalten werden in der Hocke und das Kind nach unten plumpst, dann funktioniert das eigentlich mit dem Gebären von Kindern eigentlich ganz normal. Natürlich kann es auch sein, dass unsere krankmachende, unnatürliche Ernährung vielleicht die Kinderköpfe vielleicht auch zu groß werden lässt und es daraus Probleme resultieren. Aber das hat nichts damit zu tun, dass der Mensch eine genetische oder evolutionäre Fehlkonstruktion sei, sondern das hat eben nur etwas damit zu tun, dass unsere Kultur eine Krankheit ist. Ja? Und zum Beispiel, ein Arzt hat gerade in einem Fernsehauftritt bei SWR Leute, hat er gerade gesagt, heute Mittag habe ich das geschaut oder heute Morgen, ja, der Mensch ist eben nicht konstruiert fürs Sitzen. Ja, das ist auch richtig, weil der Mensch ist nun mal ein Lauftier und das Sitzen ist eigentlich eine Ausnahme. Ein Ausnahmeereignis, das mal für kurze Zeit getätigt werden kann. Aber wenn man es länger tut, kriegt man halt Rückenschmerzen. Ne? Und wir sind halt Bewegungstiere und unsere Kultur ist das Problem. Ja? Und oder zum Beispiel, viele Theoretiker behaupten als Theorie, der Mensch wäre deswegen heutzutage so übergewichtig, nicht weil wir Zuckersucht haben und suchterzeugende Kunstnahrungsmittel und so weiter, sondern wir seien alle esssüchtig und übergewichtig, weil der Mensch einfach nicht dafür konstruiert sei, bei großzügig vorhandener Nahrung aufzuhören mit dem Essen. Das stimmt aber nicht, das kann nicht stimmen, weil alle Säugetiere seit Millionen von Jahren immer vor dem Problem standen, dass es immer Phasen gab, in denen es sehr, auch mal ein bisschen weniger zu essen gab. Und auch jedes Säugetier hat eigentlich immer auch eine Zeit gehabt, in der es Überfluss gibt, also Nahrung im Überfluss. Und wenn dann ein Tier zunehmen würde und Fett ansetzen würde, dann wäre seine Fluchtgeschwindigkeit gegenüber den Raubtieren reduziert und genau dieses Tier wird dann sofort gefressen. Also das heißt, alle hochentwickelten Säugetiere, außer die Bären für den Winterschlaf, die haben da in dem Moment eine andere hormonelle Lage, die auch sinnvoll ist. Und der Bär kann sich ja auch wehren, trotz seines Fettes. Ne? Der ist auch nicht angreifbar, ein Grizzlybär zum Beispiel. Und von daher ist es so, dass wir alle Sättigungssignale haben, die nur in unserer Kultur nicht funktionieren. Jetzt kann man natürlich fragen, dann ist der Mensch, hat nur eigentlich nur eine genetische oder evolutionäre Fehlkonstruktion, nämlich dass er Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung erfinden konnte, ohne gleichzeitig zu verstehen, dass man das mit positiven Anreizen steuern und kontrollieren und lenken muss.
Ja, da würde ich zustimmen. Da sehe ich die einzige Lücke dafür, dass der Mensch tatsächlich eine Fehlkonstruktion ist. Der Mensch, das Gehirn ermöglicht Erfindungen, deren langfristige Tragweite der Mensch nicht in der Lage ist zu verstehen. Das ist die einzige Fehlkonstruktion, die ich erkennen kann am Menschen. Ich gebe weiter an Öff. Ja, danke schön. Ich denke, man kann das in Nuancen sicherlich vom wissenschaftlichen, psychologischen, philosophischen Hintergrund auch unterschiedlich noch interpretieren. Was ich spannend finde, ist auf jeden Fall, dass wir dann ja zu einer Kombination der Strategien kommen. Also diesen Geistesrausch oder dass das Bewusstsein sich so im Ganzen, in der ganzen Dimension wiederfindet. Da haben Dylan und ich unterschiedliche Begrifflichkeiten für ozeanisches Einheitsbewusstsein. Ich nenne es gerne als begriffliche Weiterentwicklung des sogenannten Post-Conventional Levels aus der Entwicklungspsychologie. Die Beschreibung, was die Persönlichkeits- und Verantwortungsreife des Menschen wäre. Nenne ich es gerne Spirit Identification Level. Weil Post-Conventional besagt ja nur das, wonach es kommt, also eine Verneinung eigentlich. Also der Mensch, der nicht konventionell bestimmt ist, der nicht blind irgendwelchen Regeln, Befehlen und so weiter hinterherläuft. Da sage ich am liebsten Spirit Identification Level, weil es dann wirklich diese Vereinigung ist mit unserem Wesen und der Entwicklungsweg, der auf dieser Schiene dann möglich ist, also die Identifikation mit dem Geist oder mit der Vernunftseele in uns. Und ja, da denke ich, ist der Weg, den Menschen da voranzubringen, also zumindest ja der naheliegendste und sicherlich dann auch geradlinigste Weg, ihn als Geist- und Vernunftwesen anzusprechen und Verantwortungsbildung, also solche Persönlichkeits- und Verantwortungsbildung mit ihm durchzuführen, also durch Geistesbildung den höheren Rausch oder die Metaebene des Lusterlebens zu aktivieren. Und das am besten so stark, dass es ihn bestimmt. Also ich sage gleich dazu, ich bin für mich da mein eigenes Versuchskaninchen und denke schon, dass ich sagen kann, also es kann einen Menschen mehr beseelen, so für die aufs Ganze schauende Vernunft und Sinnhaftigkeit und Moral zu leben, als sich davon ablenken zu lassen durch kleinere Motive, Süchte, Bedürfnisse, wie man es nennen will. Also diese Verantwortungsbildung ist das eine. Und auf der anderen Seite, was nach meinem Verständnis eben so in fehlgeleiteter Form die Regierung oder die Mainstream-Entwicklung der Gesellschaft vorantreiben, Nudging im Sinne von Dressur mit kurzfristigen Belohnungseffekten, weil man dem Menschen eine weiterreichende Verantwortungsorientierung gar nicht zutraut. Dazu vielleicht, es gab in der Psychologie Experimente, die schon den Wert sehr ja klar auch zum Ausdruck gebracht haben, wenn ein Mensch den Augenblickskick unterordnen kann unter längerfristige Zweckstrategien oder Sinnstrategien. Das Marshmallow-Experiment ist bekannt, wo bei kleinen Kindern geschaut wurde, wie sieht das aus mit der Fähigkeit, nicht alle Süßigkeiten gleich aufzuessen, sondern egal ob zur Weiterentwicklung sozialer Bezüge oder um dann auch Hilfeleistungen anderer in Anspruch zu nehmen können, die man quasi mit diesen Süßigkeiten bezahlt, dass man dadurch mehr erreichen kann, als wenn man gleich dem Augenblickseffekt erliegt. Also diese Fähigkeit ist zwar etwas, was man auch kaum bestreiten kann und was auch psychologisch ein Stück weit erkannt ist, aber ich glaube, dass einerseits es im Menschen wirklich die Frage ist, wie stark das überhaupt sein kann und wie gut das mit Bildung vielleicht gefördert werden kann. Jedenfalls glaube ich, überwiegend ist das Bild, also worin der Mensch auch mit seiner Konsumsucht sich immer weiter voranentwickelt und was aus meiner Sicht dann jetzt ausgenutzt wird durch die Regierung und im Mainstream. Das Bild ist, dass der Mensch nicht alleine sich aus diesen unmittelbaren Belohnungseffekten raus emanzipieren kann. Und dass dementsprechend hoffentlich eben nicht nur in fehlentwickelter Form, sondern mit aus meiner Sicht erheblich vernünftigeren, förderlicheren, gemeinwohlorientierten Varianten
dann das Arbeiten mit Belohnungseffekten zur Verantwortungsbildung mit dazukommen kann. Also es sind zwei Schienen dann, Doppelschienigkeit. Und da hat der Dillon ja auch und der Weltrat der Weisen tolle Konzepte wie die Wohlfühlstimme, die sozusagen im Vergleich zur demokratischen Basis Gleichberechtigung der Menschen, dass sie alle Informationen sehen können, freie Argumente abwägen können und wählen können, wo ich mich mit einem freien Argumente-Kulturforum für einsetze. Das ist der übrigens wichtig zu sagen noch, also wer da mitdiskutieren will, so gut wie möglich, so geordnet wie möglich, freie-argumente-kultur.net. Und ja, das kann bestens ergänzt werden, diese demokratische Gleichberechtigung mit wirtschaftlicher Gleichberechtigung. Also dass an der Basis Menschen wirklich mit der Wohlfühlstimme zeigen können, wie es ihnen geht und sich daran orientiert würde, statt dass das wieder von anderen Leuten beurteilt wird oder auf anderen Ebenen nur Berücksichtigung finden sollte. Okay, ich gebe weiter. Du, ja, ist es nicht da? Ja, dann mache ich weiter, ja? Alles klar. Ja, also genau, und zwar an der Wohlfühlstimme, wo nicht nur orientiert wird, sondern dass wirklich ein Unternehmen in Zukunft nur noch überleben kann, das ist ja die Grundidee der Gemeinwohlwirtschaft und der Gemeinwohlgesellschaft, dass nur noch Unternehmen oder Ärzte und Supermarktleiter und so weiter nur noch überleben können, wenn die Wohlfühlstimmen, die Gesundheit und die Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner sich relativ stärker verbessert als bei den anderen Firmen. Und dass so quasi dann quasi die Wohlfühlstimme, die erlaubt es, eine totale demokratische Kontrolle der Gesamtgesellschaft durchzuführen, ohne dass sich der einzelne Bürger, Wähler, die einzelne Wählerin sich in alle inhaltlichen Themen, zum Beispiel von Volksentscheiden und so weiter, monatelang einarbeiten muss, um zu versuchen, ein einigermaßen realistisches Urteil zu fällen oder realistische Wahl abzugeben. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass das vielleicht gar nicht möglich ist, weil wir ja zum Thema eines Volksentscheides immer nur so manipulative Informationen vielleicht bekommen, dass wir gar nicht zu einer realistischen Wahl Entscheidung kommen können. Und das ist das Schöne an der Wohlfühlstimme, dass das eine Automatik ist, dass dann sozusagen wirklich die Firmen und die Politiker und so weiter nur noch das tun dürfen, was dem Wohlergehen der Wählerinnen nutzt und was dem Wohlergehen eher schadet. Das geht, das überlebt nicht mehr in der Gemeinwohlgesellschaft. Und was Öff eben angesprochen hat, das ist ja dieser interessante Punkt der Kombination, nämlich letztendlich, ich sag's mal, geistige Bildung, also vielleicht sowas wie, vielleicht müssen wir von einer Medaille mit zwei Seiten sprechen. Da gibt's doch so einen Spruch, ach, zwei Seelen wohnen da in meiner Brust, ja? Vielleicht ist der Mensch irgendwo beides. Nämlich einerseits fähig durch geistige Bildung und Verantwortungsbildung, höhere Level der Verantwortung für das Gute tun und das Gute in der Gesamtheit zu sehen. Und vielleicht ist er eben auch irgendwo, oder manche Leute mehr, manche weniger, sind auch Menschen irgendwo, haben einen Aspekt eines Bioroboters, der einfach nur sieht, da ist mein Vorteil und dann ist mir alles egal, ich gehe auf den Vorteil zu. Und dabei, wenn mir dann ein vorteilbringender Irrtum in den Weg kommt und ich mit Hilfe dieses Irrtums quasi kein schlechtes Gewissen habe und trotzdem die Menschen über Leichen gehe sozusagen und dabei gleichzeitig kein schlechtes Gewissen habe, dann ist das dem Bioroboter auch manchmal recht. Und wenn wir uns die Welt anschauen, dann müssen wir sagen, die Masse des Verhaltens entspricht eher dem Bild des Bioroboters, nämlich die haben irgendwelche Rationalisierungen, weswegen sie, also vorteilbringende Irrtümer, weswegen sie sich keiner Schuld bewusst sind und gehen dabei gleichzeitig munter lächelnd über Leichen
weil sie ja sozusagen ja vor sich selbst eine weiße Weste haben, sozusagen. Ein Selbstbetrug und Selbstbelügen, also als Haupteigenschaft dieses Bioroboters. Und die zweite Seite der Medaille, dass die zwei Wesen in einem, ist eben der Mensch, der mit seiner Geisteskraft und mit seiner Verantwortlichkeit eben doch sich selbst auf die Finger klopft und sagt, ja hoppla, da belügst du dich ja gerade selber. Guck doch mal an, was du tatsächlich tust. Ist das wirklich Gutes, was du da tust? Oder machst du nur etwas, was dir kurzfristige Vorteile bringt und Profite bringt und so weiter? Ja, also, aber vielleicht müssen wir einfach sagen, dass der Mensch aus diesen zwei Seiten der Medaille im Sinne der doppelten Doppelschienigkeit auch in diesem Sinne aus doppelt besteht, nämlich aus einem Anteilen von einem Bioroboter, der einfach dem Futter nachgeht und den Lustquellen nachgeht und dann die andere Seite, die eben auch geistig zu einer verantwortlichen Entscheidung für das Ganze und große Ganze kommen kann, ne? Vielleicht ist das so eine Kombinationsmöglichkeit. Ich habe jetzt leider die Uhr nicht richtig gestoppt gehabt. Ich gebe aber einfach mal weiter an den Öff-Öff. Also ich fasse nochmal zusammen. Ja, eben vielleicht ist es einfach so, dass der Mensch zu beidem fähig ist, zu diesen beiden Seiten der Medaille, ne? Und die doppelte Doppelschienigkeit meint ja einerseits, dass wir parlamentarisch, also mit Parteien das Problem lösen können oder mit Kommunen gleich direkt los auf den Naturzustand des Menschen gehen können und dass wir eben mit Verantwortungsbildung das gute Tun vermehren wollen und andererseits mit dem Aspekt, dem Bioroboter einfach die richtigen Anreize zu geben und so ihn quasi so ein bisschen zu zwingen und zu schubsen zum Gutes tun. Ich gebe weiter. Ja, danke schön. Also an diese doppelte Doppelschienigkeit, also da glaube ich, dass das ein sehr gutes Konzept ist. Gemeint ist ja einerseits die parlamentarische oder innersystemische Schiene, die Parteiengründung und den Weg über Parteien so gehen kann und über unmittelbare Belohnungskonzepte wie die Wohlfühlstimme. Und andererseits eben auch schon da über die Umsetzung, so weit wie es geht, der Verantwortungsmodelle, also Hausarztkommunen, die sich dann eben auch rausentwickeln aus dem System, zu echten, wie wir das gerne nennen, aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommunen. Und die zweite große Schiene, die sich auch wieder in zwei Stränge aufteilt, ist auch die außerparlamentarische Schiene, die da einerseits mit dieser Verantwortungsbildung, der unmittelbaren, ja, dem Versuch so unmittelbarer Geistesbildung hin zu dieser ganzheitlichen Verantwortlichkeit arbeiten will und dem realen Ausleben gleich des Endzustands, also der anarcho-kommunistischen erleuchteten, erwachten oder wie man das nennen will, Bewusstseinskommunen. Und das andere ist auch da, dass man hingeht und überlegt, wie kann man Menschen auf diesem Wege auch noch mit Belohnungseffekten, also am besten könnte das ja auch sein, dass die dann Urlaub machen oder mitleben in diesen Kommunen, also wo sie noch nicht reif dafür sind, diesen kompletten Zustand anzunehmen, aber dass sie Hilfestellungen eben bekommen auch, die mit Belohnungseffekten arbeitet. Also dass ich am Ende dieses unmittelbare Belohnungserleben mit dem ganzheitlichen, nachhaltigen Belohnungserleben, ist ja auch ein Belohnungserleben, wenn man im Ganzen sich so wiederfindet und sich glücklich fühlt dadurch, dass Sinn und Wohl des Ganzen erreicht werden, auch wenn es nicht eben die unmittelbaren Bedürfnisse dann gerade nur im Augenblick am meisten hochreizt oder befriedigt. Ja, also dieses Konzept innerparlamentarisch, außerparlamentarisch, Parteien und Reformkonzepte in Verbindung mit Bildungsprogrammen und Erlebnisprogrammen und eben der außerparlamentarische Weg mit dem Versuch, die direkte Geistesbildung bis zur
zur Endzustandskommune zu bringen oder auch da eben ergänzende Belohnungsstrategien. Da bin ich sehr begeistert von, also wenn wir mit sowas arbeiten, das schöpft, glaube ich, die verschiedenen Ebenen aus, in denen da Potenziale liegen können für die Wandelentwicklung. Und ich kann euch alle eben einladen, also was ich als das Unmittelbarste, also pragmatisch ganz naheliegende sehe. Man kann sich leicht in Theorien wieder verstricken, wo man ja nicht weiß, ist das jetzt richtig oder ist es nicht richtig. Das Beste ist wirklich, sich zum eigenen Versuchskaninchen zu machen. Und da kann ich eben sagen, weil das bei mir mit 13 Jahren dann so begann und mein Leben richtig kraftvoll umgestaltet hat, dass man dann sehen wird, es gibt da leichte Einsichten in ja Grundmethoden, mit denen man in dieser Entwicklung vorwärts kommen kann, wo man ansetzen kann und was einen dann auch als Methode die ganze Zeit begleitet. Also mein heißester Tipp ist eben das sogenannte organische Denken, und das bedeutet, immer auf die jeweils wichtigste Frage, die man finden kann, die bestbegründbare Antwort zu suchen. Also immer auf die jeweils wichtigste Frage, die man finden kann, die bestbegründbare Antwort zu suchen. Und so kann man sich die Entwicklung des Bewusstseins erschließen, so gut wie es geht. Ich habe heute auch zum Louis gesagt, als der mich fragte nach diesen Chakrenlehren und auch inneren Wahrnehmungslehren, die es da gibt, auch in den asiatischen Religionen. Und ich habe gesagt, Louis, überleg doch mal. Da gibt's jetzt Bücher drüber und Leute, die da als die Weisen, also mit solchen Techniken sich darstellen. Aber was wird die ursprüngliche Quelle gewesen sein, aus der solche Erkenntnisse überhaupt gewonnen werden konnten? Auch am Anfang, bei denen, die dann die ersten Bücher schrieben. Und es wird eigentlich immer das innere Erspüren gewesen sein. Dass Menschen, so wie es das autogene Training heute ein Stück weit darstellt, in die Innenwahrnehmung gingen, sich einfach so radikal wie möglich öffnen für das, was man in sich selbst erkennen kann, wahrnehmen kann, wie man damit arbeiten kann, es beeinflussen kann. Ja. Und das gibt's auf der körperlichen Ebene, und auf der geistigen Ebene ist so, dass der Zauberschlüssel, die Zauberschlüsselmethode aus meiner Sicht eben dieses immer auf wichtigste Frage bestbegründbare Antwort suchen. Wozu dann gehören wird, schnell auch dann gegenseitig lernen zu wollen von anderen Menschen, die auf diese Suche gegangen sind. Damit man das Rad nicht jeder immer tausendmal neu erfinden muss. Alles klar, ich gebe weiter. Ja, also letztendlich geht es ja darum, um die Schlüsselfrage, wie können wir Gutes tun vermehren? Der eine Weg ist die Arbeit über die Verantwortungsbildung, ÖFFs Spezialgebiet. Und unser Weltrat und Next Scientists for Future, unser Spezialgebiet ist quasi die Seite der Medaille des Bioroboters, dem die richtigen Anreize zu geben, damit er quasi letztendlich geschubst wird, überwiegend Gutes tun zu müssen und zu sollen und so weiter. Ja? Und das ist, diese beiden Strategien ergänzen sich sozusagen als Möglichkeit. Und bei uns, wir haben ja aus naturwissenschaftlicher Sicht ja zwei Namen des Kommunismus. Ne? Wir haben ja jetzt zwei Namen geprägt. Den urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus. Und wir haben den Namen geprägt des Leistungs- und Wettbewerbskommunismus. Das sind die zwei Namen. Der Name Kommunismus kommt daher, weil eben die Kommunen das zentrale Element einer solchen Gesellschaft sind. Also bei uns zum Beispiel geht es ja dann so, dass über die Gesundheitspraxen, über die Heilpraktikerpraxen, Hausarztpraxen, Altenpflegeheim, Praxisleiter und so weiter, überall letztendlich Kommunenleben angeregt wird, weil die Menschen dort dann glücklicher und gesünder leben können. Und genau diese Gesundheit und das glücklicher und gesünder sein wird ja zur Grundlage der Verdienstzuschüsse der Praxisleiter gemacht. Und dadurch wird quasi aus dem Gesundheitswesen heraus und aus dem Alten- und Pflegeheimbereich heraus wird quasi eine riesige Welle der Kommunenbildungen entstehen, zwangsläufig. Wenn das stimmt, wenn die naturwissenschaftliche These stimmt, dass der Mensch ein kommunistisches Tier ist. Ja, also ÖFF sagt ja immer, er ist ein denkendes Tier.
Aber er ist eben auch ein kommunistisches Tier. Er ist ein Gruppentier, ja, also ein kommunistisches oder Kommunentier. Und wenn das stimmt, dass der Mensch eine Genetik hin zum Kommunentier hat, und das bedeutet eben wieder keine Instinktbildung, Bindung, sondern dass der Mensch einfach seine größten Glücksmöglichkeiten dann hat, wenn seine Lustmöglichkeiten im Rahmen eines kommunistischen Lebens, eines Kommunenlebens angesprochen werden. Und dann kommt er zu der größten Summe an Endorphinen. Und wir gehen, die Bioroboter-These geht ja davon aus, dass der Mensch einfach die größte Summe an Endorphinen anstrebt, bei gleichzeitiger Abwesenheit von aversiven Gefühlen, also Schmerzgefühlen und Angst vor Schmerzen, Furcht vor Schmerzen und so weiter und vor konkreten Schmerzen. Ja, und dann auf der anderen Seite hat mich aber so die Erfahrung gezeigt, so gerade bei Facebook und im Internet, ja, im Internet gibt es ja, da ist ja jeder Mensch, der irgendwo eine Seite macht oder eine Gruppe aufmacht, der ist ja der Sektierer seiner selbst und so weiter. Und ich habe, das ist einfach sehr ernüchternd, dort zu sehen, wie dort eben totale, durch den Kapitalismus total zerstörte Menschen eigentlich selber alles zerstören müssen. Das erinnert mich an den Satz in der Psychologie, dass die Leute, die geprügelt wurden als Kinder, dazu neigen, andere zu prügeln als Erwachsene selber. Ja, also sozusagen, durch den Kapitalismus zerstörte Menschen neigen dazu, alles zu zerstören, überall immer nur dagegen zu führen. Als ich damals als junger Student gehört habe und die Mitstudenten gesagt haben, Leute, lass uns zu Osho Bhagwan Sri Rajneesh, wie er damals noch hieß, nach Indien fahren, der kann uns vielleicht über die Psyche des Menschen wichtige Sachen beibringen. Wir haben den einfach als Lehrer akzeptiert, jedenfalls war eines der Motive, weswegen wir dahin gefahren sind, auch, dass wir bereit waren, jemanden, einen Philosophieprofessor, Osho Bhagwan Sri Rajneesh, als Lehrer zu akzeptieren. Aber heute, so nach dem Motto, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja? Und es ist ja immer noch früh genug, wenn man dann Jahrzehnte gelernt hat, dass man dann irgendwann sagt, jetzt habe ich relativ ausgelernt oder viel gelernt. Und heute habe ich den Eindruck, diese Millionen Leute, die zu Osho gepilgert sind, das könnte es heute gar nicht mehr geben, weil ja die Leute schon mit 18 Jahren schon hingehen und sagen, ich bin doch schon Osho, ich bin doch schon Bhagwan Sri Rajneesh, ich brauche doch nicht mehr von einem anderen zu lernen, alle anderen können von mir lernen, denn ich habe doch mit 18 schon ausgelernt. Und genau dem begegnet man im Internet, also diesem, was ich ja auch öfters den Größenwahn nenne, ja. Ja, und eigentlich, Öff, du hast eben gesagt, was ist die wichtigste Frage, die gerade ansteht? Die bestbegründbare Antwort auf die gerade wichtigste Frage, die ansteht. Und ich glaube, die wichtigste Frage, die ansteht, weil euch ja die Partei nicht so sehr am Herzen liegt, sozusagen, die wichtigste Frage ist doch eigentlich, wo und wie finden wir nicht total zerstörte, durch den Kapitalismus zerstörte Menschen, sondern Menschen, die so wenig zerstört sind, dass sie wirklich noch für so etwas wie eine Kommune geeignet sein könnten. Denn ich habe so das Gefühl, so Luis begegnet vielen Menschen, du begegnest auch vielen Menschen, ich begegne auch vielen Menschen in der Stadt, aber eigentlich sind diese Menschen alle so total zerstört, dass die an der Kommune meistens fast gar kein ernsthaftes Interesse haben oder auch einfach gar nicht dafür geeignet sind, viel zu kaputt sind dafür. Ich gebe weiter, bin gespannt auf die Antwort. Ja, also zum einen, ich finde das auch ganz toll, wie wir uns da versuchen, kooperativ zu engagieren. Alle, also du, Luis, ich und ein paar andere, auch für den Parteienweg. Also ich glaube wirklich, dass man die Menschen auf allen Ebenen abholen muss und das ist wirklich, ja, sich ergänzen muss. Die Hebel müssen sich ergänzen. Und ich bin erschreckt und entsetzt, dass da nicht ein ganz anderer Aufbruch in der Gesellschaft geschieht. Also ich stimme dem zu. Die Menschen heute, ich habe zwischendurch Studien mal gelesen, die Jugend von heute wäre so eine Eventgesellschaft oder hätte so eine Eventpsychologie, dass denen
irgendwie dauerhaftere oder verbindlichere Strukturen, Organisationsformen immer fremder wären. Also das, wofür sie sich noch engagieren könnten, wären wirkliche konkrete, greifbare Einzelziele, wo sie mit konkreten einzelnen Aktionen dann was für machen, aber danach auch wieder völlig sich raussprengen aus den Zusammenhängen. Also dass da nicht irgendwie dauerhafte Strukturen und Aktionszusammenhänge entstehen. Das wäre einfach nicht mehr der Geist heute. Da wollen die sich nicht binden. Und also ich glaube wirklich, dass es da sehr wichtig ist, dass wir auf allen Ebenen versuchen, noch zu erreichen, was geht. Und es ist entsetzlich, dass in einer Zeit, wo nicht nur wegen Corona jetzt, sondern ich begründe das ja mit schon seit langem sich anbahnenden Fehlentwicklungen, also eben, dass der Mensch so den kurzsichtigen Effekt hinterher rennt, dass er sich so blind von gesellschaftlichen Zwängen, Autoritäten dressieren lässt. Das ist verheerend. So Experimente wie Milgram-Experiment haben uns das schon lange erkennen lassen. Und ich sehe jetzt in dem, was da passiert, immer neue Formen von gesamtgesellschaftlichem Milgram-Experiment. Das heißt, wir konnten schon lange sehen, dass diese Blindheit des Menschen und Verführbarkeit, Dressierbarkeit des Menschen in Verbindung gerade mit dem technischen Fortschritt, also mit gerade auch den Möglichkeiten der Digitalisierung, dass das ein ganz verhängnisvoller Weg ist. Menschen, die nach Milgram-Logik funktionieren, können natürlich von Autoritäten, die die Mittel zu einem digitalen Überwachungs- und Kontrollstaat in die Hände bekommen, dann endgültig reingeschaltet werden in so eine Überwachungs- und Kontrolldiktatur. Siehe, was in China als aus meiner Sicht sehr abschreckendes Beispiel sich schon deutlich zeigt, welche Formen das annehmen kann. Und es müsste eigentlich jetzt mindestens, wenn die Leute nicht zur Kommune bereit sind, was ihnen ja oft als ferner liegender Weg erscheint, ist ja der Weg aus dem System raus und in dem System sind sie etabliert und reindressiert. Aber dass sie nicht innerhalb dieser Systemstrukturen in einer ganz anderen Weise aufschreien und aufstehen, sagen, wir wollen hier nicht blind missbräuchlichen Interessen immer ja gründlicher und unabwendbarer unterworfen werden. Wir wollen jetzt mal, dass sichergestellt wird, dass da vernünftige Verantwortlichkeit das Leitmotiv ist. Also das finde ich total verheerend, dass die Menschen da nicht viel stärker, auch schon vor Corona und durch Corona nur als einen Tropfen wieder ins große Fass, viel stärker schon aufgestanden sind und Widerstand geleistet haben. Und es würde sie ja nicht viel kosten, noch nicht mal hinzugehen bei den Demonstrationen und was zu riskieren, indem man sich der Polizei entgegenstellt. Es würde sie ja nicht viel kosten, eine Partei dann mitzuwählen, die aber da die heißen Eisen auch anpackt und diese vernünftige Verantwortungssteuerung jetzt wirklich mal betont. Obwohl ich mir natürlich erklären kann, dass Menschen, die immer mehr dressiert werden, gar nicht nach so einer vernünftigen Verantwortungslogik zu gehen, sondern einer unmittelbaren Suchtlogik zu folgen, dass die das überhaupt begreifen würden, dass da es wichtig wäre, innerhalb des Systems sich jetzt für solche Rettungsstrategien einzusetzen. Ja, ist nicht einfach, sich das vorzustellen, weil die da schon zu viel geprägt sind. Also insofern alles schwierig, aber ich finde das trotzdem auch sehr wertvoll mit den Versuchen da, Parteien und Reformkonzepte wie Wohlfühlstimme und Hausarztkommune auch mit ins Leben zu rufen und da solche Zwischenstufen zu schaffen. Obwohl natürlich der Punkt, der, wie ich hoffe, für viele Menschen auch noch einen ganz anderen Reiz bekommen kann, der liegt natürlich auch darin zu sagen, warum sich mit Zwischenschritten begnügen, wenn man den großen und ganzen Schritt auch machen oder zumindest mal erleben kann. Ne? Also der Urlaub in so einer wirklich funktionierenden Kommune, der hätte aus meiner Sicht wirklich auch ganz schöne Potenziale, Wandel zu bewirken. Ja, man muss hoffen, dass überhaupt das eine oder andere oder beides ja in Kombination möglichst stark noch entsteht, bevor vielleicht missbräuchliche Interessen sagen, das bügeln wir alles eher platt. Ja, ich gebe weiter.
Ja, und das ist ja gerade das Dilemma des Ganzen, gell? Dass es so schwierig ist, dass die meisten Leute schon abblocken bei dem Gedanken, die meisten Leute sogar schon Probleme haben, überhaupt einfach mal anzurufen, einfach mal mit Menschen zu sprechen. Die Menschen, es gibt ja heute wirklich viele junge Leute, die Angst davor haben, mit jemandem zu telefonieren. Ja? Und wie soll man, das ist genau das, ist das, was der Kapitalismus im Kopf aus den Menschen macht, ja? Also, erst machen wir aber zu den ersten Punkten, die Öff gerade gesagt hat, ja? Also, Gesellschaftskritik und Demos sind vielleicht sowas wie Events, die konsumiert werden, ja? Also, die Gesellschaftskritik ist eigentlich gar keine echte Gesellschaftskritik mehr, sondern das ist ein Event, das man konsumiert. Das habe ich auch bei den Fridays for Future Demos erlebt, ja. Quasi, das sind Events. Das ist wie eine Party. Man lernt nette Leute kennen. Es geht vielleicht mehr um die Partnersuche als um, und die Gesellschaftskritik ist nur so das Beiwerk, oder der Anlass, aus dem man die Party feiert, ja. Und das Fernsehen, habe ich gerade mitgekriegt, berichtet nur über winzige Projekte. Zum Beispiel ebenso nach dem Motto, vor lauter Beschäftigung damit, Pfützen aufzuwischen, kommen wir nicht dazu, den Wasserhahn zu thematisieren und zuzudrehen. Ja? Und die Fernsehen berichtet aber ausschließlich, machen gerade eine große Serie über winzige Projekte, die nichts bewirken und nur so persönliche Alibis sind dafür. Quasi, ich mache ein Projekt, da mache ich einen Millimeter gut und in der gleichen Zeit macht der Kapitalismus einen Kilometer Verschlechterung in der Welt. Ja, also das heißt, also das ist völlig witzlos, aber darüber berichtet das Fernsehen. Und das Fernsehen schweigt die großen Würfe aktiv tot. Ja, denn große Würfe, nö, das interessiert nicht. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Wie man den Wasserhahn zudrehen könnte, das interessiert uns nicht. Nee, nö, nö. Und man könnte es so sagen, bei Menschen, die seelischen Abwehrkräfte des Menschen sind, glaube ich, überfordert durch das, was an Dynamiken losgetreten wurde durch die Erfindung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung. Was da an Dynamiken entstand, diese Armee an vorteilbringenden Irrtümern, also dass plötzlich Irrtümer nicht mehr aussterben, sondern multipliziert wurden von Multiplikatoren, nämlich von all den Sparten, die durch diese Irrtümer profitieren, das ist so eine Dreckschleuder, kann man sagen. Also Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung sind eine Dreckschleuder der vorteilbringenden Irrtümer, ja? Und da ist der Mensch einfach, hat er zu wenig Abwehrkräfte. Wird er einfach überrollt, besonders weil die Menschen auch eine gesunde Tendenz haben, eben auch den Autoritäten ihrer Kommune durchaus auch zu vertrauen. Und diese natürliche Vertrauensseligkeit gegenüber den Autoritäten der Kommune wird quasi von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung und von den verschiedenen Sparten quasi missbraucht zur Irreführung und Manipulation der Menschen. Ja, und ja, es bleibt nach wie vor die Frage, und aber von mir aus sollten wir uns auch vielleicht langsam zu dem Ende nähern, da ich heute und gestern nicht so ganz fit bin. Wir können ja mal anfangen, uns dem Ende zu versuchen zu nähern. Aber meine Schlüsselfrage bleibt immer noch: Wie kommen wir an Menschen ran, die es wirklich halbwegs ernst meinen und die nicht nur an Demos teilnehmen oder an Gesellschaftskritik teilnehmen im Sinne eines Konsumierens eines Events? Ja? Und wie kommen wir an Menschen ran? Oder gibt es die gar nicht mehr? Also, es gibt ja auch noch unsere Gegenthese, nämlich, dass der Kapitalismus einfach zu stark ist für uns, dass wir einfach mit unseren Geisteskräften und Verantwortungsbildungskräften und auch mit der Kraft des logischen Denkens, des Nachdenkens über die Wichtigkeit von positiven Anreizen, einfach nicht genügend Kraft entfalten und der Kapitalismus mit jedem Tag seiner Manipulationen und seiner vorteilbringenden Irrtümer, die er ausstreut, einfach mehr bewirkt, als wir bewirken können. Wir bewirken einen Meter Entwicklung zum Positiven
Und der Kapitalismus macht demselben Tag, das hat einer meiner Schüler schon vor Jahren gesagt, wir bewirken einen Meter und der Kapitalismus bewirkt in der gleichen Zeit einen Kilometer in Richtung Verschlechterung und Zerstörung der Psyche der Menschen. Ja, das ist die Schlüsselfrage. Wie kommen wir an die richtigen Leute ran? Oder haben wir einfach nicht genug Kraft? Ne? Ich gebe weiter. Ja, danke schön. Also die Frage ist keine einfach zu beantwortende Frage. Was mir noch Hoffnung gibt, ist, dass wenn man mit den Menschen spricht, also heute jetzt wieder bei den Demonstrationen da in Berlin, hatte ich gleich mehrere Gespräche mit Polizisten, dass diese Logik, wir müssten doch eigentlich uns auf unser Wesen besinnen und dass wir denken können, es kann doch nichts werden, wenn wir denkenden Tiere oder wenn den Menschen gar nicht als Tier sieht, wir denkenden Wesen, denkenden Seelen oder wie man es auch sagen will, kann doch nicht sein, dass wir denkenden Wesen nicht begreifen, dass wir richtig denken müssen, damit das nicht schief geht, das Ganze. Also dass wir unsere höchste Fähigkeit auch wirklich nicht nur für kurzfristige Planungen, sondern für langfristige, für ganzheitlich nachhaltige Planungen wirklich einsetzen müssen, damit es klappen kann. Und es kann doch nicht sein, dass wir uns für tausend Sachen interessieren, mal ganz abgesehen davon, dass das Bildungssystem uns auch nur falsche Sachen wie jobvorbereitendes Wissen beibringt. Es kann doch nicht sein, dass wir gar nicht richtig interessiert sind oder nichts damit anfangen, dass die Wissenschaft wirklich so einen Grundbegriff von Persönlichkeits- und Verantwortungsreife entwickelt hat, wie das Post-Conventional Level. Dass wir uns ja gar nicht für interessieren und da nichts draus machen. Wenn wir denkenden Wesen nicht richtig denken, geht schief. Wenn wir beim richtigen Denken nicht darauf achten, wie wir das überhaupt entwickeln können, also dass es uns auch steuert, statt ständig korrumpiert zu werden durch kleinere Einzelinteressen, durch Konsumwillkür. Also das sind so einfache Sachen, dass man schon ja die Menschen nachdenklich machen kann. Sie mögen dann oft, also wie jetzt heute die Polizisten, gar nicht offen widersprechen. Eher drucken sie sich am Ende dann aus dem Gespräch zur Seite weg. Aber das Ausmaß auch, in dem sie mitgehen oder dann auch zustimmen, das ist alles beeindruckend. Und man muss hoffen, dass jetzt mit den Krisen und mit den zunehmenden Kommunikationsmöglichkeiten und Wissensmöglichkeiten, die heute gegeben sind, dass es da irgendwie, ja, aber es müssten schon ansatzweise Kippeffekte sein, weil also die Erfahrung, wie sehr die Menschen trotz dieser Not, die jetzt eigentlich dann Fortschritt auslösen könnte, und trotz der Möglichkeiten, sich zu informieren und Entwicklungsmethoden auch zur Kenntnis zu bekommen, also das Ausmaß, in dem die Menschen trotz alledem einfach platt weiter im Trott Verkehrtes machen oder bereit sind, Verkehrtes mitzumachen, ist absolut erschreckend. Also das muss ich einfach unumwunden zugeben. Und ja, aber es bleibt uns eben nichts anderes übrig, als den Menschen zu sagen, es gibt ganz andere Dimensionen der Wesensentfaltung, der Glücksentfaltung und dass wir das versuchen, erlebbar zu machen. In den theoretischen Wegen, die dahin führen, kann nochmal einladen, kommt in das Freie Argumente Forum, damit wir da offen miteinander reden können. Auf welchen Reichtum verzichtet ihr, wenn ihr auf die Möglichkeit verzichtet, mal ohne Bevormundung frei denken und sprechen zu können miteinander? Ist das durch Geld, durch ein Millionenkonto ausgleichbar, wenn man diese Gelegenheit gar nicht sieht oder ihren Wert gar nicht sieht und das nicht nutzt? Ja, also so mal direkte Ansprache an unsere Zuschauer. Ich kann nur hoffen, dass da irgendwas von solcher Saat auf fruchtbaren Boden fällt. Und wenn wir weiter vorleben, über die Theorie hinaus zu Reformkonzepten, zu Parteiversuchen, zu versuchen, Experimente zu machen mit Wohlfühlstimmen, mit Hausarztkommune. Und wenn wir denn mal wirklich über die virtuelle Kommune, wie wir uns ja hier so samstagsabends auch immer schon verstehen, so ein bisschen, wenn wir über die virtuelle Kommune hinaus, die ja vielleicht auch schon attraktiv wirken kann, wenn Leute das miterleben, wie wir darüber hinaus Urlaub möglich machen können in der Glückskommune, wofür du ja jetzt tolle Anzeigen gestaltet hast auch, denen. Also
Wir müssen hoffen, dass es die Menschen erreicht, immer mehr. Von meiner Sicht aus können wir auch sagen, dass das jetzt relativ rund war, dass wir nochmal dieses Thema, was ist der biologische, psychologische Hintergrund des Menschen für die Problematik und für die Suche nach dem Ausweg, das haben wir auch in anderen Sendungen besprochen, aber ist heute auch nochmal wieder ausgebreitet worden und ist, glaube ich, relativ rund jetzt so. Mein Tipp an alle, macht euch selbst zu euren Versuchskaninchen für Persönlichkeitsentfaltung und Glücksdimension. Ja, piep, piep, piep. Dann mache ich mal weiter und ich sterbe mich bei mir jetzt mal auf 2 Minuten gestellt, ne, so von wegen Ende finden. Ja, ich habe eigentlich auch nur noch eine kurze Bemerkung, dass eben leider die naturwissenschaftliche Sichtweise ja die Sache so sieht, dass an den Rändern der Normalverteilung, ich habe gerade das Bild für die Fernsehzuschauer von der Normalverteilung, der gaußschen Normalverteilung, die Glockenkurve. Und es ist eben so, dass an den Rändern, also in der Mitte, wenn ein Dozent durchschnittlich intelligent ist, dann hat er eine unheimliche Masse an potenziellen Fans, weil alle, die durchschnittlich intelligent sind, hören gerne Sichtweisen, die ihrem Weltbild ungefähr entsprechen. Und ein durchschnittlich intelligenter Dozent hat ihm dann auch die Möglichkeit, Millionen Zuhörer zu gewinnen. Aber an den Rändern sieht's mau aus. An den Rändern der Normalverteilung, also sowohl die, ich sage jetzt mal ganz knallhart, die geistig Behinderten werden immer nur sehr wenig Fans gewinnen, weil den meisten Zuhörern das nicht anspruchsvoll genug ist und nicht ihrem Level entspricht sozusagen. Und genauso auf der anderen Seite. Bei den Hochbegabten ist es auch so, bei den Klügsten ist es auch so, bei den Weisesten und Klügsten und Erleuchtesten und Höchsten und so weiter ist es eben auch so. Da gibt es nur sehr wenige potenzielle Fans, weil dort einfach sehr wenige Menschen sind. Ja? Und die Schwierigkeit ist, wie kann man auch sozusagen, wenn man kluge Wahrheiten sagt, trotzdem noch eine nennenswerte Zahl an Menschen für die erste wegweisende Musterkommune sozusagen erreichen und so, dass dann ein Strom der Begeisterung zu einem Zustrom zu den Kommunen führt, ja, und dadurch die Welt auf dem Weg der Kommunen transformiert wird, also direkt aufs Ziel los. Ja, meine 2 Minuten sind um, ich gehe weiter und wir versuchen wieder das Ende zu finden im 2-Minuten-Takt. Ich gebe weiter. Ja, ich danke. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich glaube, wir sind relativ rund. Was mich fasziniert eben ist, dass die Menschen so wenig Kick empfinden, also im normalen Leben, diese Mauern zu sprengen. Gibt ja das Lied da eben auch, jeder, auch der Lehrer, ist nur ein anderer Stein in der großen Mauer, die einem so ja die Welt verdeckt, den Durchblick auf das, worum es eigentlich geht. Und also ich finde das unglaublich erstaunlich, dass da nicht viel mehr eben ein Kick da ist, dass man das als Blick über den Zaun oder über oder durch die Mauer feststellt in seinem eigenen Innenleben als Mangel, als Bedürfnis. Ja, also hört alle mal in euch hinein, was da so ist. Es ist die schönste Reise, nicht um die Welt auf irgendeinem Luxuskreuzfahrtschiff, sondern die Reise ins eigene Innere. Ovid hat früher schon mal gesagt, der römische Schriftsteller: Wanderer, was durchstreifst du die Welten? Du findest den Gott nur in dir. Ja. Also da richtig ernsthaft nachzugucken, das ist ein ganz heißer Tipp. Ich gebe an Tim. Ja, ich versuche jetzt auch mal, ob ich es in 1 Minute schaffe. Ich glaube, dass es wirklich so schlimm ist, dass unsere frohe Botschaft, dass wir sagen, wir können euch in den neuen Kommunen mit dem Dream-Team Glücksdimensionen ermöglichen, die völlig ungeahnt sind, die viel höher sind als alles bisherige. Ich glaube, dass die Menschen, die kapitalistischen Menschen, diese frohe Botschaft gar nicht mehr hören
wollen, können oder hören, können, wollen oder wie auch immer. Ja? Weil der Kapitalismus bringt uns allen bei, ich bin doch schon glücklich. Überall bringen sich die Leute um, überall Übergewicht, überall Krebs, überall Krankheit, überall vergiftete, zerstörte, allergisch kranke Menschen. Aber wir sind doch alle schon glücklich. Wir sind doch alle schon glücklich. Was, da kommen die Leute und sagen, da gibt es die Möglichkeit, in Kommunen ganz viel glücklicher zu werden. Glaube ich nicht. Ich bin doch schon glücklich. Es ist doch alles in Ordnung. Überall Selbstmorde, Kriege, Attentate, Tote und Krebskranke und Übergewichtige. Nein, aber ich bin doch glücklich. Es ist doch alles in Ordnung. Ich glaube, das ist die Wand, gegen die wir im Moment nicht ankommen. Da müssen wir aber einen Weg finden, ne? Also, ja, also sei es auf der politischen Ebene, dass die Leute sagen, ja, ich bin bereit, mal politisch ganz neu zu denken in Richtung Gemeinwohlwirtschaft. Und auf der anderen Seite bin ich bereit, ganz neu zu denken in Richtung Kommune und nämlich Glückschancen. Dazu muss ich aber zugeben können, dass ich vielleicht doch nicht ganz glücklich bin. Und das kann, glaube ich, der kapitalistische Mensch heute nicht mehr. Die Leute haben doch alles. Ich bin doch schon glücklich. Das ist, glaube ich, die größte Illusion. Ich gebe weiter. Wir suchen ja wieder das Ende. Ja, und wenn Sie noch nicht alles haben, dann ist der Traum auch mal irgendwann vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden, immer noch die berauschendere Suchtglücksperspektive, als dass es keine Millionäre und Armen mehr gäbe. Denn die Rechnung, man wird dann selbst vom Armen zum Millionär, also zu dem, der verprassen kann, womit viele Menschen glücklich gemacht würden, das wird immer relativ wenige Millionäre und viele, auf deren Kosten die Millionäre leben, hervorbringen. Also insofern, natürlich wäre es so, dass ein gleiches Teilen miteinander, ein menschheitsfamiliäres Teilen, das macht eher glücklich. Ne? Wenn man teilt, gehört alles allen, oder das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es abgibt, ist das Glück, dass man teilt. Ja, das sind alles schöne Sprüche, ist auch wahr aus meiner Sicht. Aber das ist genau der Punkt, dass die Menschen oder viel zu sehr davon träumen, selbst der Reiche und Mächtige zu sein, statt die Reichen und Mächtigen auf den Schultern der anderen endlich abzuschaffen. Sie träumen auch mehr von einem Lottogewinn für sich als von Gerechtigkeit für alle. Das kann jeder so in sich prüfen und glücklich der Mensch, der das als eine Fehlorientierung erkennt. Ja. Also, ich glaube, dass die Menschen, die das schon erlebt haben, dass die schon geläutert sind. Der Spiegel hat mal berichtet über die Menschen, die pro Jahr 200 Millionen Euro verdienen und die dann gemerkt haben, dass sie total unglücklich damit waren, weil es überhaupt nichts gebracht hat bezüglich Glück. Ja? Und genauso, ich hatte doch mal eigenes Haus, eigenes super Luxusauto, so ein Zwischending zwischen Rennwagen und Staatskarosse. Und ich habe gemerkt, das bringt außer Stress gar nichts. Es macht unglücklich. Ja? Und erst wenn man das erfahren hat, dass all diese Ziele und diese Glücksversprechen des Kapitalismus einfach nicht stimmen, dann kann man vielleicht sagen, kapiere ich, dass das Glück nur in der Kommune liegen kann und oder in einem Staat, der uns wieder in den gesunden Kommunismus zurückführt. Ja? Ja, also von mir aus können wir langsam das Ende suchen und vielleicht findest du auch noch ein Schlusswort oder eine Schlussformulierung. Ich gebe weiter. Ja, denn, Teammitglied in der Supervision zur Hilfe für die Kommunebildung. Ich sollte ja auch sagen, dass unser Verantwortungstreff auch Kommuneaufbau Gespräch ist oder Hilfsgespräch. Kommuneaufbauplenum auch ist, ja. Kommuneaufbauplenum, genau. Also machen wir das Bereicherndste, was besser ist als die Millionen. Sei umarmt durchs Telefon, Dillen. Seid umarmt, alle Zuschauer. Machen wir das Beste draus, das Glücklichste. Ja, dann schalte ich jetzt mal unsere Maschine ab. Das war's also für die heutige Talkshow. Und ich hoffe, dass es uns einfach gelingt, die richtigen Leute zu finden,
die überhaupt erstmal ernsthaft über Kommune zu sprechen bereit sind. Das scheint schon ein Riesenproblem zu sein. Ne? Denn du hast ja wahrscheinlich heute Abend auch den Leuten angeboten, mit uns quasi über Kommune und über Verantwortung zu sprechen. Das Interesse ist dann einfach nicht so gewaltig. Und das ist, da müssen wir irgendwie eine Idee bekommen, wie wir da die richtigen Leute finden. Ich sage von mir aus Tschüss, ich gebe ja, wieder ja, weiter. Du hast recht, genau. Ja, Tschüss sage ich auch. Alles klar, bis bald. Tschüssi.